Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy VII Remake. Der Titel von dem Spiel, mit dem habe ich echt ein Problem, muss ich ganz kurz vielleicht anbringen, weil der ist irgendwie schon Etikettenschwindel, muss ich leider sagen, finde ich schon, weil das Spiel halt nicht ein Remake von Final Fantasy VII ist, sondern nur von einem kleinen Teil von Final Fantasy VII. Und das, wenn man, ne, ich glaube wirklich, Millionen von Käufern von diesem Spiel wussten das, glaube ich, wahrscheinlich nicht. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Das sind Leute, die stecken nicht drin in der Materie, die verfolgen das nicht. Die haben vielleicht als Kind, als Jugendlicher Final Fantasy VII gespielt, sehen dann im Laden, im Mediamarkt beim Durchgehen, oh, Final Fantasy VII Remake, cool, ja, das kaufe ich mir. Und dann haben die das zu Hause und merken so, okay, da ging es doch beim Original weiter, da stimmt doch was nicht. Das ist nicht cool, Square Enix. Das ist nicht in Ordnung. Nennt das Spiel Final Fantasy VII Remake 1, meinetwegen. Oder nennt es Part 1. Schreibt sowas dazu. Weil ansonsten ist das eigentlich echt ziemlich assi. Naja, darüber wollte ich aber eigentlich gar nicht reden. Ich wollte eigentlich nur kurz erklären. Ich habe es schon öfter angesprochen, aber ich wollte es in dem Video jetzt nochmal sagen für alle, die sich wundern. Dadurch, dass das Uploaden auf YouTube in den letzten Jahren oder vor allem das letzte Jahr immer umständlicher wurde. Das ganze Design hat sich verändert. Man braucht jetzt viel mehr Klicks, um dasselbe zu schaffen, was man vorher relativ übersichtlich, relativ einfach auf einen Blick einstellen und regeln konnte. Früher war das Hochladen von 20, 30 Videos, halt so ein ganzer Schwung an Let's Plays für eine Woche, kein Problem und super unumständlich. Und heute ist leider jedes einzelne Video schon ein gewisser Aufwand als Upload. Deswegen reduziere ich aktuell die Zahl an Uploads, ohne aber quasi die Laufzeit der Let's Plays zu verringern. Das heißt, dass weniger längere Let's Plays online gehen. Das zählt sowohl für die Streams, die werden nicht mehr in so kleine Stückchen zerfetzt, zerhackt, zerstückelt, als auch für die Let's Plays, die ich eben alleine aufnehme, ohne Livestream, die auch jetzt mindestens immer so eine Stunde ungefähr dauern und dafür halt dann aber nur alle 3 Tage erscheinen. Das ist wirklich einfach aus pragmatischen Gründen, denn früher war es eben ziemlich einfach, so ein Video auf YouTube hochzuladen. Man wirft es in eine Liste, gibt den Namen ein und drückt auf Veröffentlichen, so ungefähr, und das war's. Und heute hat man mehrere Tabs, durch die man sich bei jedem einzelnen Video immer wieder klicken muss. Ich muss selber eine Einstufung vornehmen in verschiedenen Kategorien, was Gewaltgrad angeht, was vulgäre Ausdrücke angeht, was sexuellen Content angeht, und muss jedes Video quasi bewerten in verschiedenen Kategorien. Ich muss diese Bewertung absenden dann erstmal zu YouTube, damit die das überprüfen. Ich muss dann erst, im Grunde wurden jetzt auch leider Upload-Filter, die es ja natürlich nicht geben soll, mehr oder weniger eingeführt. Das heißt, jedes Video wird jetzt, bevor es dann wirklich bereitsteht, auch nochmal überprüft. Das dauert auch nochmal länger, bevor ich dann wirklich die endgültigen Einstellungen überhaupt vornehmen kann. Es ist einfach sehr viel umständlicher, deswegen weniger längere Videos. Die Kurzversion. Umständlich, deswegen weniger, aber länger. So, und jetzt spielen wir aber los. Final Fantasy VII. Und Leute, wo sind wir hier zur Hölle? Ich kann mich nicht mehr erinnern, dass wir hier aufgehört haben. Wir sind gerade geflohen, oder? Aus dem Keller, in dem wir geworfen wurden. Aus der Grube. Ich erinnere mich schon wieder. Okay. Klettern wir hier mal hoch. Das reinste Labyrinth. Die Leute nennen es Eisenbahnfriedhof und sammeln hier Schrott. Hinter dem Bahndepot dort liegt Sektor 7, wenn ich mich nicht irre. Lasst uns da lang gehen, wo es beleuchtet ist. Beleuchtet? Da vorne. Ich hasse NPCs, die während der Dialoge eine unsichtbare Wand für mich bilden. Entweder gibt mir die spielerische Freiheit oder nicht. Ich hasse dieses, man ist gefangen in einer Sequenz und kann sich kaum bewegen, aber schon irgendwie. Unheimlich, hier ist keine Menschenseele. Genau, wenn ihr Dialoge nachts machen kommt wollt, hier niemand hin. Macht es so. Nicht nur wegen der Ungeheuer, auch wegen der Gerüchte. Gerüchte? Na, dass es auf dem Eisenbahnfriedhof angeblich spuken soll. Es heißt, dass wer sich hier nachts hin verirrt, nie mehr zurückkehrt. Hier soll's spuken?
Das sind sicher nur Ammenmärchen. Glaube ich auch. Aber... Beeilen wir uns. Ich meine, wir haben schon Dementoren gesehen, die durch die Luft fliegen und so weiter. Und glaubt Avalanche nicht, dass irgendwie die Seele der Verstorbenen in diesem Rohstoff haust, der abgegraben wird von der Firma? Insofern glaubt ihr doch offensichtlich an so übernatürliche Sachen. Insofern, warum soll's hier nicht spuken? Da ist schon mal eine Wehrratte. Ich weiß nicht, die ist... Die qualifiziert sich wahrscheinlich jetzt nicht als Geist, so eine Wehrratte, aber hey, wir gehen erstmal da lang, weil das sieht so aus, als wäre das ein optionaler Weg, nicht der richtige Weg. Oh oh, Geisterkisten. Entschuldigung, darf ich mal? Optionaler Schatzweg. Mir ist echt auch die Kamera zu nah an den Figuren. Sieht zwar gut aus, ist aber übersichtlicherweise technisch nicht so doll, finde ich. Mag ich nicht gerne. Ich würde die Kamera gern weiter wegmachen von den Figuren. Wäre mir lieber. Naja. Nicht wirklich, oder? Das war's dann. Jo, so ernst war das jetzt nicht. Hä? Ah. Mhm. Wer hat denn hier... Das ist komisch arrangiert, ne? So viele Eisenbahnwaggons übereinander gestapelt und dann eine Leiter dran festgemacht. Aber ja, gut. Keine Ahnung. Wird sich schon jemand was dabei gedacht haben. Was war denn das? Geister! Ich gehe mal in das Versteck hier, in das Geisterversteck. Aber hier ist leider gar nichts Optionales zum Looten. Dann gehen wir zur Geistertür. Analysieren wir mal diese Geisterkäfer. Nur kein Übermut. Ach so, nicht Geistkäfer, sondern Greifkäfer. Vor lauter Geistergeschichten. Ein nachtaktiver Karnivor, der auf dem Eisenbahnfriedhof beheimatet ist. Gibt's auf dem Eisenbahnfriedhof so viel Fleisch zu fressen? Naja, vielleicht anscheinend. Diese überaus aggressive Kreatur jagt immer in Gruppen und zögert nicht, auch Menschen anzugreifen. Keine taktischen Informationen verfügbar. Naja, draufhauen scheint zu funktionieren. Ein bisschen eklig sehen die aus, oder? Aber auch irgendwie niedlich. Komisch. Wie kleine, eklige Käferhündchen. Hm, bizarre Wesen. Hast du die Kinderstimmen auch gerade gehört? Um die Zeit sollten hier eigentlich keine sein. Vielleicht machen die Käfer die. Ich habe eh nichts gehört, erstens. Und zweitens waren es vielleicht die Käfer. Wir wissen nicht, wie Greifkäfer machen. Vielleicht machen Greifkäse. Greifkäse. Vielleicht machen Greifkäse Kindergeräusche. Wer weiß? Wer weiß das schon? Ha? Wer denn? Immer dieser Greifkäse. Oh oh, seltsame Irrlichter, die durch die Luft schweben. Warum nur?
wollen wir noch mal kurz auf die Map gucken. Ja, das ist wieder ein optionaler Schatzweg. Gut. Gehen wir da lang. Erstmal. Da. Ein Gill. Es ist eine Falle. Wrong way. Oh. Okay, aber die Kindergeister wollen mich anscheinend in den richtigen Weg führen. Die helfen mir scheinbar sogar, von hier wegzukommen. Die zeigen uns den Weg. Ha, ist das die Geschichte des Kantenmalers? Der in Videospielen immer die Sachen, wo man hochklettern kann, gelb oder rot bepinselt. Ist das seine Origin Story? Ist er hier ursprünglich auf dem Eisenbahnfriedhof von Final Fantasy VII als Geisterkind beheimatet gewesen und bereist von nun an das Videospiel Multiversum, um überall die Kanten zu bekleistern, um Helden im ganzen Multiversum bei ihrem Weg zu helfen? Ich glaube schon. Wirklich irgendwie creepy und auch irgendwie niedlich. Aber vor allem irgendwie schon widerlich. Es ist Zufall, dass niedlich und widerlich beides mit Lich aufhört. Genauso wie ein gewisses untotes Wesen namens Lich. Ich glaube nicht. Ich glaube, das hängt alles zusammen. Widerlich. Niedlich, kindlich, fürchterlich, schrecklich, gruselig, grünlich, fraglich. Alles ist auf dem Licht zurückzuführen, den König der Untoten. Seid ihr okay? Alles noch dran, glaube ich. Kein Problem. Guck mal. Ganz schön dreist. Come on. Folgt diesem Weg. Ist diese Nachricht etwa für uns? Damals war der Kantenmaler noch nicht so subtil. Damals war er noch aufdringlicher, direkter. Aber er hat dann eben gelernt, wie man hier auch in unserem Protagonisten sieht, dass das für Irritation und Angst sorgt. Und deswegen ist er dann subtiler geworden. Hier eine kleine gelbe Kante, da ein kleiner Farbbatzen und vielleicht auch mal einen Scheinwerfer irgendwo auf eine Tür gerichtet. So leitet man Videospielhelden. Hat er dann gelernt. Wir haben das Bahndepot erreicht. Damals war er halt noch ein Kind. Offensichtlich. Jetzt ist er ein ausgewachsener Kantenmaler. Damals war er noch ein Kantenschmierer. Ein kleiner. Dann los. Aber keine Sorge. Wir haben doch einen furchtlosen Bodyguard. Nicht wahr? Oder? Geister sind nicht mein Metier. Keine Ausflüchte, hörst du? Mach deinen Job. Aber nur, wenn ihr mich loslasst.
Durch das Eisenbahn. Der Kantenmaler hat uns doch gerade schon vor dem Boss hier drin gewarnt. Seht mal, da vorne auch. Hab ich dich? Na, wollen wir reden? Die Batterie meines Controllers wird schwach. Wartet mal kurz. Ah, Mist. Nein. Okay, dann musst du jetzt einfach noch durchhalten. Schauen wir mal, ob der durchhält noch. So, ein paranormales Wesen, das auf den Eisenbahnfriedhof herumspukt. Dieser Plagegeist spielt vorübergehend... was? Doch, vorübergehenden Streiche, die nicht immer harmlos enden. Über seine Motive ist nichts bekannt. Wirkungslos? Ich dachte, ich habe ihm gerade schon Schaden gemacht. Aber gut, versuchen wir es einfach mal mit... Ich hätte mir vorher anschauen sollen, was hilft und was nicht. Versuchen wir es mal mit Bio. Hallo? Also Magie scheint zu funktionieren. Machen wir mal Eisra. Eisra ist wirkungslos. Und Blitzra. Das hat funktioniert irgendwie. Gibt's da bitte zu warten? Nun, also... Was zum... Alles okay? Vielen Dank, Cloud. Müssen uns wohl einen anderen Weg suchen. Ach so, weil da können wir unmöglich dran vorbei. Ich verstehe. Na dann. Müssen wir uns wohl einen anderen Weg suchen. Oh oh. Kneifkäfer. Kein Problem. Was? Das war's dann. Hier ist ein Weg eingezeichnet. Ah ja, jetzt. Der Kantenmaler. Schau, wie ich vorher gesagt habe. Manchmal auch eine dezente Beleuchtung. Typisch Kantenmaler. Jetzt mach halt die Tür auf. Ich hab's schon verstanden.
zum Kran geht es dort oben. Na gut, wenn er sagt, ich soll dahin gehen, dann gehe ich da lang. Nicht, weil ich ihm nicht traue. Er ist immerhin der Kantenmaler. Ihm können wir trauen. Der hilft uns. Aber weil es vielleicht optionale Schätze gibt, wenn ich woanders hingehe. Oh, hier gibt es auch noch nach unten. Oh Mann, ey. Das artet ja aus. Oh. Volle Konzentration. Er hat sich ausgeschimmert. Ein Gothic-Armreif. Yeah. Der niedere Schimmer. Nieder mit dem niederen Schimmer. Ich bin gerade echt am Zweifeln, ob das tatsächlich ein optionaler Weg ist, den wir hier gehen. Aber wenn uns der da drüben in eine Falle gelockt hätte, dann ist es nicht der echte Kantenmaler, mit dem wir es hier zu tun haben. Aber vielleicht gehört der Kantenmaler auch zu dem, zu diesen Wesen. Gefunden. Wer weiß. Hättest du den nicht lieber nicht finden können? Musstest du jetzt unbedingt den Spind öffnen, damit wir gegen die Geister hier kämpfen? Macht er sich wieder wirkungslos. Also, du wisst schon, blitzen wir ihn weg. Warte, was? Jetzt ist Gewitter auch wirkungslos. Ich verstehe die Regeln irgendwie nicht. Ich glaube, die können die sich einfach für kurze Zeit wirklich unsterblich machen oder so. Und dann tut denen gar nichts was. Außer, wenn das untote Wesen sind, wie wär's denn mit Heilung? Ach so. Aller Gruppenmitglieder. Ich glaube, momentan hat niemand einen Heilzauber leider, ne? Das wäre die Idee. Mist. Hey, vielleicht muss ich jemanden... Aber gut. Aber das wäre eine Idee. Jetzt wartet mal. Muss ich mal kurz gucken. Aerith hat sogar noch einen Platz. Wie denn das? Geben wir der doch mal heilen. Und dann heilen wir die Geister mal, wenn wir wieder welche treffen. In irgendeinem alten Final Fantasy, mindestens einem, hat genau das funktioniert. Da konnte man, glaube ich, einen superschweren untoten Boss mit Engel one-hitten. Oh, dammit. Ob sich hier auch jemand versteckt? Ich glaube schon. Gefunden! Übernimm du. Überlass das mir. Ich leg los. Und los! Okay. Vita? Na? Oh, kann ich den Geist gar nicht anvisieren? Ah, mein schöner Plan. Wird hier von der Spielmechanik zerstört. Naja, dann vergessen wir das. Das ist wieder alles wirkungslos. Ich verstehe es wirklich nicht ganz, gegen was die dann eigentlich immun sind.
Jetzt bräuchte man Luigi einfach mit seinem Schreckweg 0815. Dann wäre hier gleich Feierabend. Und aufgeräumt wäre auch gleich. Alles weggesaugt. Hoch oder runter? Das ist jetzt die Frage. Oben müssen wir hin. Hoch ist richtig. Dann gehen wir runter. Das ist das alte Spiel bei solchen Spielen. Finde den falschen Weg. Finde den optionalen Schatzweg. Oft kriegt man dezente Hinweise. Aber können wir jetzt die Leiter auch noch hochklettern? Und wenn ja, wo führt denn das dann wieder hin? Oh Mann, ey. Ich mag das immer nicht, wenn die optionalen Wege so ausarten, weil dann fange ich immer an zu zweifeln, ob das nicht doch der richtige Weg ist. Nur vielleicht jetzt noch nicht oder so. Vielleicht muss ich erst im Kontrollraum irgendwas machen und dann wird das zum richtigen Weg und dann muss ich... Ach, jetzt komme ich wieder hier. Wartet mal. Nee, aber hier waren wir jetzt noch gar nicht. Ich bin verwirrt. Los geht's. Haben wir die Kneifkäfer. Ja, da war noch nicht so subtil. Das ist schon, ne? Wie der hier die Kisten vollschmiert, der Kantenmaler. Der wird noch ein richtiger Spielleitungsprofi, aber noch nicht. Was ist denn jetzt los? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ach so, das ist richtig. Wir sind jetzt im Kontrollraum, oder? Okay. Jetzt kennen wir uns aus. Jetzt passt's. Tifa! Zeit für eure Spielchen. Der Lichtgeist. Da war ich mit Licht gar nicht so schlecht dran. War gar nicht so weit daneben. Ich meine, auch wenn es keinen Schaden macht, muss ich ja im Grunde trotzdem weiter angreifen, damit sich mal eine Leiste füllt, ne? Jetzt wäre schon fast geschockt. Man müsste ihn nur noch ein bisschen anschocken. Oh, ich habe keinen MP mehr. Oh, ich bin stumm. Oh, das auch noch. Tifa, kannst du den bitte mal wegzaubern? Irgendwie. Aerith auch gleich, wenn wir schon dabei sind. Und Cloud auch schon wieder, ne? So, na also. Und jetzt wird hier der Damage gedealt. Hä? Cheater.
Alter, weil jetzt der Kampf in die zweite Runde geht, resettet er einfach seinen Schockzustand. Unverschämtheit. Oh nein, er hat sich den Kopf wachsen lassen. Jetzt ist er übermächtig. Oder so. Oh, au, oh, Hilfe, oh Gott. Das ist... That escalated quickly. Was ist denn passiert? Okay, weiter geht's. Wo waren wir stehen geblieben? Der Geist ist irgendwie vergiftet. Das fühlt sich falsch an, dass das überhaupt möglich ist. Aber gut, vergifteter Geist ist sterbender Geist. Jetzt. Wenn er jetzt aber immun dagegen ist, gegen mein Limit, finde ich das ein bisschen gemein. Oh, warte mal, wo ist er denn überhaupt? Er hat sich gerade aufgelöst. So, jetzt aber. Schauen wir mal. Nimm's nicht persönlich. Nein, wirkungslos. Das finde ich jetzt aber ein bisschen gemein. Nee, warte mal, es hat doch funktioniert. Irgendwie, glaube ich. Wie auch immer. So, Todesser. Für einen Lichtgeist war alles ganz schön dunkel um ihn drum. Vielleicht war er alles aufsaugt. Ein Versteckspiel. In der Hoffnung, dass euch jemand findet, habt ihr die ganze Zeit gewartet. Hä? Wovon redest du? Lasst uns zum Kran zurückgehen. Kran, 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 Kran. Wer sich einmal hierhin verirrt, der findet nie wieder raus. Vielleicht ist da was dran. Was wohl mit uns passiert wäre, wenn sie uns gefangen hätten? Ich glaube, gefangen sind hier eher die Geister. Redet nicht so einen Unsinn. Aber was, wenn was dran ist? Ha, der Waggon hat sich bewegt. Ob wir jetzt weiter können? Sehen wir nach. Schaut, das ist die Legende des Kantenmalers. In Final Fantasy VII hat er offensichtlich seinen Ursprung. Da war die verlorenen Seelen von verschiedenen Kindern, mehrere. Und die wurden durch Cloud erlöst und seine Gefährten. Und können jetzt quasi, ne, die haben, Cloud hat dem Kantenmaler in seiner ursprünglichen Geisterform den Weg ins Jenseits gezeigt. Und jetzt als übermächtiges, übernatürliches, multidimensionales Wesen tut er das Gleiche für andere Videospielhelden und zeigt denen den Weg. So wie damals Cloud ihm den Weg gezeigt hat. Das ist der Kantenmaler. Das könnte seine Origin sein, die wir gerade erlebt haben. Auf geht's! Wo ist er denn hin? Der war gerade noch da. Wie schnell könnte er denn wegfliegen? Oh, Mann, könnt ihr aufhören? Ihr seid ein bisschen nervig. Oh, ich kann echt nicht mehr zaubern. Dafür können die mich ganz schön rumwirbeln. Na komm, ich wollte gerade sagen, jetzt sei schockiert. Und dann bringen wir die Sache hinter uns. Ich glaube, es geht sogar noch weiter, die Geschichte. Ich glaube, das sind nicht nur Kinder, die sich aus dem Final Fantasy-Universum hier verirrt haben. Ich glaube, das sind die Seelen von Retro-Videospiel-Protagonisten, deren Spieler einfach den Weg nicht gefunden haben. Nichts wie weg hier! Weil die Spiele früher teilweise noch nicht so gut lesbar waren und so. Nanu?
Kennst du sie? Marlene? Und die Kinder, die der schwarze Wind mitnimmt, verlassen den Eisenbahnfriedhof nie wieder. Das ist gefährlich da. Da darfst du nie hingehen. Werde ich nicht. Noch was. Weißt du, gestern ist Betty mit ihrem Vater... Papa, ist spät. Du hast recht. Vielleicht schafft er es heute nicht nach Hause. Marlene, hör mal. Wir müssen ganz schnell zurück zur Bar. Oh nein, aber Marlene, ist nicht wirklich was passiert, okay, oder? Ja. Gehen wir. Gleich. Ich muss mich erst mal kurz ausruhen. So viel Zeit muss sein. Selbst wenn kleine Kinder in Gefahr sind, muss sich Cloud mal kurz auf diese alte Bank setzen. Na gut. Ich dachte, wir müssen uns beeilen. Warum darf ich mich da nicht bewegen, du blödes Spiel? Auf die Plattform. So, wir können hier von mir weiterkämpfen. Ach so, die Plattform bleibt jetzt stehen. Ach so, ja, dann ist es hier alles wurscht. Ah. So, ich wollte doch nur schnell den Käfer noch töten, bevor wir hier jetzt gegen die Geister kämpfen. Oh. Jetzt reicht's, Freundchen. Jetzt kriegst du die geballte Magieladung von allen auf einmal. Es hat gewirkt. Das war very effective, würde ich sagen. Der Weg ist schon wieder blockiert. Dabei sind wir so kurz vorm Ziel. Oh, hey, vielleicht lässt sich die Lok ja bewegen. Sehen wir nach. Ich glaube, wir haben Glück. Scheint noch zu gehen. Woher weißt du das? Nur weil dein Hebel ist. Das heißt nicht, dass die Mechanik der Lok noch in irgendeiner Form funktioniert. Bist du okay? Ja. Was hat das? Der Defektionscode für die Platte ist. Merkst du? Ja, ja. Wir können sie jederzeit runterstürzen lassen. Allerdings gibt es da ein Problem. Hey, nicht ganz so wild, bitte. Wenn wir abstürzen, war alles umsonst. Der Stadtbericht. Gibt es Probleme? Ganz im Gegenteil!
Die Idioten laufen uns netterweise direkt ins Messer. Je mehr Leute, desto bleibender Eindruck. Für euch ist das nur ein Spiel. Ich erwarte, dass alles nach Plan läuft. Tiefer. Das mit dem Plan war also wahr. Barrett und die anderen werden sich schon zu wehren wissen. Sektor 7 ist nicht mehr weit. Los! Hoffentlich schaffen wir es. Es wird dramatisch. Ich habe die Sprinttaste entdeckt. Das unterstützt die Dramatik der Situation. Gut. Verstärkung für Shinra. Wenn Claudia zum Greifhaken hätte, ne, das wäre praktisch in solchen Situationen. Dann so an den Hubschrauber und bam. Quasi schon durchgespielt, das Spiel. Danke, oh Gott. Zum Glück sind hier noch lauter funktionstüchtige und vollgetankte Lokomotiven. Schatzkiste! Wo stand denn die vorher, wenn wir den jetzt... Wir müssen den Zugwaggon jetzt gerade über die Schatzkiste geschoben haben, oder? Verrückt. Da können wir auch rein. Moment, von da kommen wir. Okay. Weiter geht's. Es muss doch einen Ausweg geben. Genau so. Ja. Wisst ihr, im Kampf kann Cloud plötzlich 100 Kilometer hoch springen, wenn es sein muss, aber wehe, vor ihm ist irgendwie ein hüfthohes Hindernis. Dann ist der Weg unpassierbar. Kurz da hochklettern. Okay. Führt der Weg auch irgendwo hin? Irgendwie... Ich glaube, man könnte sich so den Kampf gegen die geflügelten Wesen vielleicht sparen oder so? Keine Ahnung. Komischer alternativer Weg hier irgendwie. Naja. Nächste Lok. Aktiviert. Ach so, ich verstehe. Das heißt bitte, Cloud. Man sagt eigentlich bitte. Aber ist ja fast das Gleiche. War hier nicht eine Leiter? Na egal.
So, wir haben es geschafft, oder? Wir sind da. Hm, oder auch nicht. Boss Arena. Sieht ein bisschen so aus. Ja. Die der schwarze Wind mitnimmt, verlassen den Eisenbahnfriedhof nie wieder. Hast du mich beschützt? Oh nein, verdammt. Jetzt fährt der Staubsauger los. Alles muss versteckt sein! Alles muss versteckt sein! Kannst kommen! Kannst kommen! Hab dich! Ach, so ein Mist! Hatte mich so gut versteckt. Und Aris? Kannst kommen. Kannst kommen. Kannst kommen. Kommen! Kannst kommen! Mama! Okay, was kann? Schon wieder. Ich dachte, wir hatten gerade einen. Aber das ist jetzt der Boss vom Boss. Der Boss. Nicht jetzt. Der Antikantenmaler. Der Kantenzerstörer. Das ist der die ganzen hüfthohen Barrikaden überall errichtet, die kein Videospielprotagonist jemals überwinden kann. Super Zaubertrippel Deluxe Combo!
Nein, jetzt hat er sich wegteleportiert. Jetzt machen wir hier unsere super Zauber-Triple-Deluxe. Und er teleportiert sich einfach weg. Das sollte reichen. Das ist ja nicht. Aber jetzt ist er schockiert. Das hat er jetzt davon. Wenn er jetzt draufkommt, meine Freunde. Das mag ich bei den Bossen nicht in dem Spiel. Ich mag das nicht, dass die bei einer gewissen Energieleiste in die nächste Runde übergehen und ihren Schockzustand einfach abschütteln. Da fühle ich mich betrogen als Spieler. Ich habe mir den Schockzustand hart erarbeitet. Wir kommen nicht dran. Ziemlich nett. Die wird reflektiert. Wir müssen die Barriere aufheben. Wir müssen die Barriere aufheben. Na dann. Was, ich kann nur Chocomoppel beschwören? Ach so, natürlich. Er kann nur Chocomoppel beschwören. Tifa kann Ifrit beschwören. Und ich glaube, das machen wir jetzt auch mal. Zur Abwechslung mal wieder. Brauch deine Hilfe! Mal schauen, ob der die Barriere aufheben kann. Wäre cool. Vielleicht mit Flammensturz. Mein Gott, du nerviges Himmelsfahrrad. Was ist denn mit dir los eigentlich? Geht mir wirklich auf die Nerven. Feuersbrunst. Feuersbrunst ist nicht schlecht. Zum Glück ist er gelandet, sonst wäre die wahrscheinlich voll daneben gegangen. Na, wir trotzdem gleich noch eine. Auf gut Glück, schauen wir mal. Ah, habe ich befürchtet. Da ist vielleicht tatsächlich dann doch Flammsturz sinnvoller. Yeah! Das war mal ein Flammsturz. So muss das sein. Cloud! Achtung! Machen wir noch ein paar Flammenstürze, bevor er gehen muss. Ich hoffe, er macht jetzt auch wirklich zwei. Jetzt gebe ich alles. Limit! Ich will dich leiden sehen! Ich glaube, er ist besiegt. Hier, komm! Verschwinde! Monster! Weiter! Ja. Mhm. Was wollt ihr sonst sagen? Also ich würde lieber hier bleiben, glaube ich. Geht ihr schon mal vor. Ich meine, Cloud würde ich zutrauen. Der setzt sich wieder irgendwo auf eine Parkbank. Und chillt erstmal. Was will er? Wahnsinn. Lebt wohl. So, nebenbei noch ein paar Kinderseelen erlöst. Warum nicht? Man tut ja sonst nichts. Wir sind da!
Aber wenn wir da nicht gleich was gegen den Plattensturz machen, müssen wir gleich noch ein paar Seelen mehr erlösen, wahrscheinlich. Geisterjäger. Something strange in the neighborhood. Who can you call? Cloud Drive. Jetzt läuft sie weg, weil was sie damit meinte, ist nicht mit ihr drinnen. Sie verlässt jetzt Sektor 7. Dann können sie den opfern. Nein, natürlich nicht. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt für heute Schluss. Zadala, eine triple gemippelte triple deluxe Folge. Waffenstufe 4. Wie viele Waffenstufen gibt's denn? Anscheinend mindestens 5 oder 6. Oder? Ja, vielleicht. Ich bin mir nicht sicher, aber gut. Moment mal. Barrett ist wieder in unserer Gruppe? Nee, ist er gerade nicht, aber grundsätzlich existiert er. Ja, das stimmt. So, ich speichere noch schnell, weil es gibt manche Spiele, die an manchen Stellen sagen, nein, du darfst jetzt nicht speichern und dann wär's doof, aufzuhören. Okay, cool. Dann Leute, bis zum nächsten Mal. Mögen die Tentakel der Tiefe mit euch sein. Macht's gut. Ciao.